Hallo, liebe Leute, und oh mein Gott, ja, was ist denn das? Ein süßes, kleines, flauschiges Einhorn. Und wenn ihr so ein süßes, kleines, flauschiges Einhorn auch für euch zu Hause haben wollt, mit süßen, funkelnden Augen, dann habt ihr Glück, denn in diesem Video zeige ich euch, wie man sie näht. Legen wir los und lassen es ordentlich krachen. Aber zunächst mal, was brauchen wir denn alles? Natürlich die wesentlichen, wichtigen Sachen, so wie Nadel und Faden, beziehungsweise eine funktionierende Nähmaschine, die eures Vertrauens, also nicht so eine Nähmaschine, die zickt. Wir wissen ja, glaube ich, alle, wie zickig Nähmaschinen sein können. Das Wichtigste sind auf jeden Fall vier verschiedene Stoffe, die wo ich hier habe zum Beispiel. Das ist ein farbiger, flaumiger Stoff für Flügel und Horn. Ein ganz flauschiger weißer, der ist für den Körper. Nach so einem flaumigen Weißen, der ist für die Augen. Und so ein ganz flauschiger bunter, der ist für Mähne und Schweif. Außerdem benötigen wir noch ein kleines Bügelbildchen und zwei Druckknöpfe. Die Schablonen vom Einhorn bekommt man nicht aus dem Internet, da ich die selber alle entworfen habe. Aber man kann sie ganz einfach auf einen DIN A4 Blatt übernehmen. Hier zeige ich es euch gerade, ein DIN A4 Blatt. Das ist der Körper von dem Einhorn. Die Füße müssen etwa 7 cm haben. Und der Hals muss einen Durchmesser von 8 cm haben. Das ist die Schablone vom Bauch, da muss der Durchmesser 7 cm haben und die Füße genauso 7 cm wie die Schablone vom Körper. Die Schablone vom Kopf ist etwa 27 cm lang und 20 cm hoch. Die kann man übernehmen, indem man einfach so ein lustig aussehendes Doppelherz macht. Hier sieht man, wie die Schablone der Augen aussieht und die Schablone von den Flügeln. Mein Einhorn bekommt nämlich auch Flügel, die etwa unten 8 cm lang ist. Und das ist die Schablone von Schweif und Mähne, die einfach ein Viereck auf 16 x 9 cm lang ist. So, dann beginnen wir mal und beginnen tun wir natürlich ganz am Anfang. Ich nehme jetzt den flauschigen Stoff für unseren Körper. Dafür nehmen wir jetzt unsere Schablonen. Hier habe ich zum Beispiel jetzt einmal einen Körper. Wenn ich mit dem Stoff schon mal was gemacht habe, schneide ich das natürlich jetzt ganz platzsparend aus. Und dafür nehme ich jetzt meine Stecknadeln, damit der nicht verrutscht, und fixiere meine Schablone mit dem Stoff. So, dale. Und wenn ich das fixiert habe, kann ich es natürlich ganz in Ruhe ausschneiden, weil jetzt kann es ja nicht mehr verwackeln. Und wenn ich jetzt Teil 1 des Körpers ausgeschnitten habe, kann ich die Stecknadeln wieder lösen, denn ich brauche ja die Körperschablone zweimal. Nur jetzt muss ich beachten, wenn ich die Schablone nochmal auflege auf dem Stoff, muss ich sie umdrehen, damit wir nicht zweimal die gleiche Seite vom Körper haben. Und jetzt haben wir beide Einhornkörperteile von außen. Und genau dasselbe machen wir jetzt mit unseren anderen Schablonen auch. Das heißt mit die wo wir für den Kopf verwenden und für den Körper. Alle drei Körperteile sind ausgeschnitten, die wo wir für den flauschigen Stoff brauchen. Es gibt nur eins, für den ich keine Schablone hernehme, weil meiner Meinung nach, ja, ist es nur so die Ohren. Und dann nehme ich jetzt einfach noch so einen Stoffrest, damit es auch ein bisschen sparsamer ist, weil sonst schmeißt man die ja weg wieder. Und dann nehme ich zum Beispiel von der Ecke, schneide ich das so aus, sodass ich noch die Stoffreste irgendwie, zumindest einen Teil davon hernehme, für die Einhornohren. Aus dem farbigen, flauschigen Stoff habe ich jetzt da die Flügel ausgeschnitten und in genau derselben Farbe machen wir jetzt auch noch das Horn. Einmal so, das Ganze schneiden wir natürlich dann nochmal doppelt aus. So, und dann haben wir zwei so Ecken und das ist dann eigentlich auch die ganze Kunst vom Horn. Als nächstes nehme ich den Stoff für Mähne und Schweif und zu guter Letzt die Augen. Das erste, was ich zusammennähe, ist einmal das Horn. Also achten wir darauf, dass die flauschigen Seiten innen sind, dann nähen wir so und so runter. Die Flügel nehmen wir einmal so doppelt, dass also die Innenseite, also die flauschige innen ist. Und die nehmen wir jeweils überall da so hin, aber lassen da unten noch frei. Im genähten Zustand sollten die Sachen jetzt auf jeden Fall schon mal so aussehen, dass wir hier und hier und hier noch eine Öffnung haben, dass wir sie dann umdrehen können. Das machen wir jetzt dann gleich. Jetzt machen wir aber noch zuerst mit Einhorn, Mähne und Schweif weiter. Den Schweif, den drehen wir einmal so um, doppelt, und dann nähen wir den von oben bis ganz unten hier runter, aber dass hier oben noch frei ist, dass wir den umdrehen können. Und die Mähne, die nehmen wir auch einmal so. Bei der nähen wir aber sie so, dass da es rund geht und da genauso rund geht. Und dann drehen wir sie so um, dass hier oben überall offen ist. Das wiederum sollte im genähten Zustand dann so aussehen. Wie gesagt, da genäht, das ist die Unterseite, die Oberseite, wo wir den Schweif noch umdrehen. Und die Mähne, die einmal so ist und einmal so ist, also wenn wir sie hier umdrehen, genau so aussieht.
Als nächstes geben wir jetzt unserer Nähmaschine einen weißen Farbenstich in den Zickzackstich ein. Denn jetzt kommen wir zum Gesicht von unserem Einhorn. Und dafür nähen wir nämlich die Augen ungefähr so auf. Mit dem Zickzackstich fahren wir jetzt immer wieder vor, zurück. Einmal vor, zurück, vor, zurück. Und das machen wir natürlich jetzt am ganzen Auge entlang. Da können wir natürlich etwas auch beschleunigen. Genau im selben Verfahren nähe ich jetzt auch das Bügelbild am linken Bein von unserem Einhorn an. Tada! So soll das dann aussehen, dass wir halt mit dem Zickzackstich so eine dicke Umrandung haben. Und als nächstes brauchen wir unsere Druckknöpfe. Einmal zack und zweites Auge zack. Kleiner Tipp am Rande, damit die Augen auch wirklich niedlich sind, ist immer gut, dass sie so nah wie möglich zusammen sind. Wenn wir jetzt die Augen drauf haben, wechseln wir den Faden unserer Nähmaschine wieder auf schwarz und nähen nochmal in dem Zickzack schnell hin und her Verfahren, nämlich hier und hier die Nasenlöcher ein. So muss es dann ungefähr aussehen und schon kann das Einhorn auch atmen. Ich stelle den Zickzack-Schritt wieder zurück von meiner Maschine und nehme jetzt endlich die Körperteile. Dafür nehmen wir jetzt einmal ein Außenteil und einmal den Bauch. Und den legen wir so an, dass das hier ist nämlich der Hals. Und den müssen wir so nähen, dass wir einmal runter zu dem ersten Fuß kommen. Dann runter zu dem zweiten Fuß. Und das dann hier. Nämlich beim Hintern von dem Einhorn, bei der Spitze, dass wir dann den ersten Teil enden. Fügen wir es nochmal hier unten ins Bauch, hier ist schon mal der erste Teil und genau in demselben Schema nähen wir jetzt auch den zweiten Körperteil an. Von Hintern noch nicht zu viel zu nähen, weil wir dann zum Schluss noch den Schweif einnähen müssen. Jetzt erkennt man schon ein bisschen die Form, die ganzen Füße, der Hals. Die Rückseite lassen wir jetzt erstmal, jetzt machen wir nicht mit unserem Kopf weiter. Und zwar gehören da gewisse Schnauzenteile jetzt zusammen. Als erstes nähen wir das so und nähen das bis zur Spitze zusammen. Genauso nähen wir das bis zur Spitze zusammen. Wenn wir die zusammen haben, nähen wir die zusammen und nähen dann da das Maul zusammen. So sieht es jetzt von der Rückseite aus. Das sind jetzt schon mal die ersten beiden Spitzen, die wo zusammen sind, dass wir halt dann zum Schluss ein kugelrundes Maul da bekommen. Jetzt nähen wir die zusammen. Und wenn ich jetzt da frage, wie weit darf ich jetzt gehen, weil ein gewisser Teil gehört da jetzt hier zum Hals. Ihr nehmt jetzt einfach nochmal das Körperteil, legt den Hals an und dann seht ihr, aha, bis dahin darf man gehen und bis dahin nähen wir jetzt das ein. So haben wir jetzt schon das Gröbste vom Kopf auch. Jetzt nehmen wir unseren Kopf und vernähen den mit dem Hals. Wir dürfen jetzt aber nicht so, sondern jetzt kommen nämlich unsere Ohren und die falten wir nämlich einmal so, müssen sie aber innen einlegen, aber dass die Vorderseite nach vorne zeigt, wo der Bauch ist, in der Höhe in etwa. Jetzt müssen wir den Kopf nehmen und zwar so, dass der so aufgelegt ist, dass hier so die Augen zu sehen sind. Und das nähen wir jetzt auch so zusammen, muss man nur ein bisschen aufpassen, dass das Ohr nicht rausrutscht. Und genau dasselbe nähen wir jetzt auch mit der anderen Seite natürlich, wie auch sonst. Achtet auch darauf, wenn ihr die Ohren reintut, dass sie auch ungefähr gleich hoch sind. Aber wenn wir jetzt das schon mal umdrehen, dann sehen wir jetzt schon mal, wie das von vorne aussieht. So sehen die Öhrchen aus, noch sieht das ein bisschen aus wie so ein Schaf. Aber jetzt kommt das Einhornmäßige dran, und zwar die erste Mähne. Und zwar nehmen wir die Mähne schon so umgedreht, nehmen wir aber die Vorderseite und nehmen sie hinten rein. Und fangen dann, nehmen wir hier den Ende auf die Spitze
und fangen da bereits so an, dass wir dann hier bis zum Ende der Mähne schon nähen. Und das machen wir auf der einen und auf der anderen Seite. Passt bloß darauf auf, wenn ihr näht, dass ihr nicht die Ohren mit einnäht. Das kann nämlich auch ganz schnell mal passieren. Wenn wir jetzt das Ende der ersten Seite erreicht haben, dann bloß noch nicht weiter nähen, weil es müssen ja auch noch die Flügel mit eingenäht werden. So sieht das aus, wenn beide Seiten eingenäht sind. Und jetzt geht's weiter mit unseren Flügeln. Die habe ich beide schon umgedreht. Man könnte jetzt, wenn man will, ein bisschen Füllwatte in die Flügel reintun. Tue ich jetzt persönlich aber nicht. Schauen wir, dass sie halt beide gleich aufeinander so anliegen. Und wir tun sie so mit der Vorderseite so innen in unser Pferd einlegen. Hier sieht man es nochmal, Vorderseite, Rückseite. So legen wir sie ein, schön noch aufeinander. Und dann direkt so hinter der Mähne, also dass wir sie halt schön dann im Rücken drin haben. Und dann nähen wir einfach weiter, bis wir so knapp beim Po sind. Denn da können wir noch unser Schweif nämlich mit rein. Auch wieder gucken, dass sie sauber drin sind. Flügel sind dran und jetzt nehme ich den Schweif. Und da gibt es natürlich so eine Unterseite. Da gucken wir natürlich, dass die unten ist. Und so legen wir die ein, dass wir natürlich die offene Seite dann noch zum Schluss haben. Und wenn wir den jetzt annähen, müssen wir darauf achten, dass wir den schon so annähen, dass der wirklich eingenäht ist, aber noch nicht komplett zum Schluss nähen, weil ein Teil muss ja noch offen bleiben vom Hintern, dass wir den danach noch umdrehen können. Wunderbar, Nähmaschine aus. Und dann herzlichen Glückwunsch, der Nähmaschinenteil ist abgeschlossen. Wir können unsere süße kleine Einhorn... Ich weiß nicht, ob es ein Stute oder ein Hengst ist. Jedenfalls, wir können es endlich umdrehen. Wie von einem LKW überfahren, liegt unser Einhorn jetzt noch da, umgedreht bereits, und wartet jetzt auf die Fütterung. Und mit was füttert man ein Einhorn? Haha, mit Zuckerwatte oder Füllwatte. Jupp. Kommt endlich mal was in die pommelige Nase rein, dass sie auch mal pommelig wird. Ordentlich mit Füllwatte vollgestopft, nehmen wir jetzt Nadel und Faden und verschließen das letzte Loch unseres Einhorns. Doch das Allerwichtigste, das haben wir noch vergessen, das kommt nämlich erst jetzt, und zwar das Horn. Das ist ja auch umgedreht und habe ich nochmal mit Füllwatte vollgestopft. Und das wird jetzt manuell oben nochmal angenäht mit Hand. Also passt auf, dass ihr euch nicht die Finger absticht. So, das Horn ist nun dran und unser Einhorn ist endlich fertig. Gucken wir uns das mal an. Ich habe die Haare ein bisschen nochmal gestriegelt. Sieht man so mal die Flügelchen, unser Bügelbild, Schweifmähne, die Augen. Es ist endlich vollständig. Und da wir nun das Ende des Videos erreicht haben, sage ich einerseits danke fürs Zusehen und andererseits viel Spaß beim Nähen eurer süßen, kleinen, flauschigen Einhörner. Also viel Glück und bis dahin, ciao!